chase in my haze, always busy. Folgen wir einer Vision von einem ganz neuen Unterhaltungsformat. Es vereint Elemente der Clubkultur, des Theaters, des Live-Konzerts und des Kinos zu einem sehr stark sinnlich spürbaren Ganzen. A New Day bricht mit einer jahrhundertealten Konvention auditiver Medien, indem es die akustische Bühne um das Publikum herum erweitert. Die Musik und die Geschichte soll sich räumlich auflösen und erfahrbar werden. Dafür muss jedem Kreativteam Grenzen überschreiten, professionelle Routinen hinter sich lassen. Wir gehen in ein Abenteuer. Und genauso kann es verstanden werden als Einladung an das Publikum, ebenfalls einen Schritt aus einer Komfortzone zu machen. Was dieses Projekt von den anderen unterscheidet, ist, dass in diesem Fall drei Punkte unter einen Hut gebracht werden müssen. Das ist der Inhalt, der schön erzählt werden muss. Zweitens die Stilistik, sprich den künstlerischen Anspruch, den das Projekt hat und haben soll. Und drittens auch noch die technische Umsetzung, in dem Sinn, dass hier 3D-Raumeffekte zum Zug kommen. Jemand hat offenbar einen Zusammenbruch erlitten und liegt auf einem Krankenhausbett in einer Liftkabine und dort entsteht ein animierter Charakter. Dieser Charakter, der sozusagen für das noch Unbekannte selbst steht, dem öffnen sich die Lifttüren Stock für Stock in andere Erlebniswelten. Der animierte Charakter kann als Seele des Protagonisten gesehen werden. Wir haben Tagtool vor 10 Jahren als Instrument für Lichtmalerei und Realtime-Animation erfunden, um Musik und visuelle Kunst dem Publikum so zu präsentieren, dass wieder ein magischer Moment entsteht. Ich glaube, die Fusion aus Storytelling, Musik, Film, Theater und neuen Technologien bedarf einer einheitlichen visuellen Ästhetik. We should forgive, but not forget. Mein Wunsch ist, dass sich das Publikum nach A New Day anders fühlt als davor. Dass Inhalt, Geschichte, Klang, Bild, Raum zu einer neuen Selbstwahrnehmung inspirieren. Let us never miss a chance to dance again. Let us never miss a chance to dance again.